Hallo, willkommen zurück in der Klemperbude. Heute mit einem Modell von Lego, und zwar dem Luke Skywalker Helm aus der Star Wars Helmet Collection. Und auch an diesem Modell habe ich ein paar Veränderungen vorgenommen, die allerdings diesmal nicht auf meinen Mist gewachsen sind, sondern ich habe einen Mod auf Rebrickable gefunden, und der befasst sich mit der Stirnpartie des Helms. Also viele haben ja bemängelt, dass der Helm von vorne gesehen nicht wirklich filmakkurat ist. Das kann man auch hier schön auf dem Vergleichsfoto mal sehen. Und ein findiger Modder hat sich des Themas angenommen und hat da eine Mod zur Verfügung gestellt. Die kostet knappe 2 Euro bei Rebrickable. Komplette Aufbauanleitung des Helms inklusive des Mods. Man braucht kaum Extrateile. Und das Ergebnis bewirkt, dass die Stirnpartie, dass die von etwa Originalposition hier nach hier runter wandert und auch die Sichtgläser weiter nach unten, sodass die Höhe der Augenbrauen jetzt bedeckt ist, wenn jetzt der Kopf drin stecken würde. Das sieht wesentlich akkurater aus als das, was Lego designt hat. Und letzten Endes kommt eigentlich nur hier noch ein Teil dazu. Also sie ziehen quasi den Helm weiter über die Stirn rüber mit Steinen. Ein Nebeneffekt ist noch, dass diese große Stufe, die hier normalerweise zu sehen ist, dass die auch komplett verschwindet. Also es wird weiter geklättet. Und der rote Anteil hier in der Mitte etwas höher beginnt und sich komplett rüberzieht bis vorne hin. Und am Ende würde hier normalerweise noch eine 2x3-Fliese, die auch mit Streifen bedruckt ist, angebaut werden, und die entfällt sogar in dem Fall. Jetzt könnte man sagen, ja, der Helm sah doch eigentlich vorher ganz gut aus, so habe ich auch gedacht und habe mir den Helm schon, bevor ich überhaupt wusste, dass es diese Modifikation gibt, gekauft. Also mir gefällt er auch so, wie er ist, wollte den schon bauen, dann ist mir eben genau diese Modifikation über den Weg gelaufen, dachte ich mir, ah, schau an, das sieht noch wesentlich besser aus. Ich blende hier mal ein Foto ein, dann sieht, wenn man das nebeneinander sieht, dann kommt der Aha-Effekt. Große Klasse, was der Mutter da entwickelt hat. Man braucht auch kaum Extrateile. Eine Handvoll, ich glaube, es sind insgesamt, lass mich nicht lügen, 27 Teile, die man braucht. Basic-Teile, Kleinteile, die man vielleicht sogar in seinem Fundus sowieso schon hat. Also ich musste nur ein, zwei Teile dazu noch bestellen, die hatte ich jetzt tatsächlich nicht mehr vorrätig. Und dann kann man den Helm gemäß der Anleitung komplett aufbauen und hat am Ende ein filmakkurates Teil vor sich. Toll. Eine tolle Lösung ist auch, wie diese Stirnpartie hier gebaut ist. Die wird hier nur mit einer C-Clamp eingeklipst, und die Enden dieser Curved Slopes, dieser großen, die sind hier unten offen. Und die hängen sich quasi in eine Ecke einer Blade ein, und somit wird das hier arretiert. Großartig. Hält einwandfrei. Ich habe noch ein Teil ergänzt, und das hat aber mit der Klemmkraft von Lego zu tun, meines Erachtens. Und zwar dieses Teil hier. Das ist so eine kleine 1x1 Hinge Blade, die nachher oben in der C-Clamp steckt. Und die hatte bei mir wenig Klemmkraft. Und so habe ich noch eine 1x3 Blade hier hinterbaut, und somit ist das richtig fest. Alles in allem jetzt ein tolles Modell von dem Helm. Ich habe noch die Drucke ergänzt, die habe ich beim Steindrucker bestellt. Da gibt es ein Set, verlinke ich euch auch mal unten. Genau wie die Anleitung zum Mod. Was bei dem Druck halt toll ist, es gibt hier einen nahtlosen Übergang zwischen den Elementen. Der und der Stelle auf der anderen Seite genauso. Und somit enthält das Set keinerlei Aufkleber mehr. Auch hier randlos bedruckt die Fliese hier vorne, die Slopes an der Seite. So gibt es keinerlei Aufkleber mehr in dem Set. Und ich bin jetzt rundum zufrieden. Sowieso ein tolles Modell und mit der Modifikation perfekt. Was sagt ihr zur Modifikation? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen hoch da, ich würde mich freuen. Ansonsten bleibt mir nur zu sagen, habt Spaß mit euren Bauprojekten.
Bis zum nächsten Mal zu einem neuen Video aus der Klemmbaubude. Ciao.